Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Ja, ich bin heute an der Mosel unterwegs, genau genommen in Moselkern. Hier beginnt die Abenteuertour Burg Eltz von Mr. Fade. Die Strecke ist ungefähr 14 Kilometer lang und hat 610 Höhenmeter. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wetter ist noch neblig, aber so langsam kommt die Sonne durch. Los geht's! Ja, früh ging es heute los, um 8:30 Uhr. Da bin ich gestartet und ja, ich hoffe, das war kein Fehler heute. Denn wie ihr seht, es ist immer noch ziemlich neblig und es macht auch nicht so den Eindruck, als würde der Nebel weggehen. Auch die Blicke ja, ins Tal verheißen nichts Gutes. Das ist natürlich super ärgerlich, weil an der Burg Eltz hätte ich doch gerne ja, schönes Wetter oder eine freie Sicht wenigstens. Naja, müssen wir mal gucken. Es sind ja noch ein paar Kilometer bis dahin. Ja, und wenn man so früh startet, kennt ihr das auch, dann hat man immer diese Spinnweben im Gesicht. Und ja, weil ich auch so groß bin, komme ich da besonders immer gut dran, die Spinnweben. Ich weiß nicht, das sind so Fäden, die sind dann über den Weg und man läuft da genau durch und dann hat man die hier überall im Gesicht kleben, oh, versucht die wegzumachen, also richtig nervig. Naja, ach, schon wieder so ein Ding. Naja, müssen wir jetzt durch, das Beste daraus machen, bis später. Ja, der Hangweg hier, richtig schön urig, schmale Pfade, verwachsen, also richtig toll. Aber hat natürlich auch seine Nachteile und da ich eine kurze Hose an habe, ja, ist die Zeckengefahr natürlich umso größer. So habe ich mich jetzt mal eingesprüht mit Antibrumm, habe auch schon gesehen, dass die eine oder andere Zecke es an meinem Körper versucht hat. Also da muss man immer vorsichtig sein. Ja, es geht hier weiter. Schön, aber einen schmalen Single Trail an Felsen vorbei. Ja, gefällt mir echt gut. Ja, hier unten, man sieht es leider nicht so gut, befindet sich die Ringelsteiner Mühle. Da kommen wir später zum Schluss auch nochmal vorbei und ja, könnte theoretisch einkehren. Also sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Es gibt Hoffnung, Freunde. Die Sonne hatte ich eben gerade mal kurz gezeigt. Sehr schön. Puh. So, jetzt geht es hier an so eine Verzweigung. Sind wir. Und hier müssen wir ja, den markierten Weg verlassen. Und gehen hier diesen Felsenpfad hinauf.
So, und das machen wir jetzt. So, jetzt haben wir so eine kleine Kraxeleinlage und ihr seht, Sonne kommt so langsam raus, sehr schön. Jetzt haben wir auch einen besseren Blick hier auf die Umgebung. Und was wir sehen, da vorne, man sieht es da, ist so ein Seil. Da müssen wir uns jetzt hochhangeln quasi. Ja, zum Glück habe ich die Bergschuhe an. Mit dicken Wandersocken, das geht eigentlich. Da habe ich nicht so Schmerzen wie beim letzten Mal. Caldera wären hier keine gute Idee. Okay, dann wollen wir es mal packen. So, ich hoffe, die Kraxeleinlage, die haben wir jetzt hinter uns. Also, die war richtig, richtig fordernd. Und ja, da die Wege ja noch ein bisschen nass sind, bin ich auch ein paar Mal ausgerutscht. Also, da muss man wirklich aufpassen. Und wie gesagt, gut, dass ich Bergschuhe an habe. Ja, hier scheint es jetzt ein bisschen besser zu gehen. Das ist sehr schön. Übrigens sind hier doch Wegzeichen, habe ich eben schon gezeigt. Der blaue Punkt, den kann man halt immer folgen und das ist halt der Weg und ja, richtig klasse, muss ich sagen. Ah ja, jetzt haben wir hier vorne noch ein bisschen felsiges Gebiet, aber ich denke, man geht da ja dran vorbei. Also die Warnung war schon richtig, wie der Michael von Mr. Fader gesagt hat, den Weg nicht zu gehen, wenn es zu nass ist, beziehungsweise die Tage vorher geregnet hat. Da hat er schon recht. Gut, jetzt gehen wir hier weiter. Ui. Ah, nochmal ein Hindernis. Ui. Ui. Okay. Gut. Dann bis später.
So, jetzt sind wir hier an der Burg Eltz, beziehungsweise hier an diesem Aussichtspunkt. Und richtig tollen Blick hat man hier auf die wunderschöne Burg Eltz. Also richtig klasse. Und wie man sieht, schon richtig viel los hier. Viele Touristen. Da vorne ist auch ein Shuttlebus, da werden die Leute hier hingefahren. Also wer fußfaul ist, nimmt den Bus quasi. Ja, das da hinten oben, vielleicht sieht man es. Das ist die Trutzburg, nennt sich das. Das ist so eine Art Vorburg. Ich glaube, da geht man gleich auch hin. Also freue ich mich schon drauf. Also richtig toll. Ja, wenn alles geklappt hat, dann ist das auch hier, wo ich diese Aufnahmen gemacht habe, eben das Thumbnail, also das Titelbild dieses Videos. Ist ein bisschen schwierig, weil, kann ich euch zeigen, das Gelände ist halt ziemlich uneben, überall Felsen und es gibt keine richtige gute Möglichkeit, ja, die Kamera hinzustellen, beziehungsweise das Stativ. Und Leute, sind hier keine, sonst hätte ich mal gefragt, ob sie ein Foto machen könnten. Also das ist hier so ein kleiner Geheimtipp und hier ist wahrscheinlich kaum jemand hier oder verirrt sich hier. Ja, mit einem schönen Blick auf die Burg nochmal geht es jetzt wieder zurück auf den Weg. So, jetzt sind wir an der Burg Trutzeltz. Ich hatte eigentlich gedacht, da gibt es einen Weg rauf, gibt es aber nicht. Also wir können sie nur von Weitem sehen. Da hinten, da sieht man die Burgruine. Also wie gesagt, einen Weg scheint es nicht zu geben. Ist auch nicht schlimm, wir haben sie ja eben von Weitem schon mal gesehen. Die Kraxeleinlage gerade, boah, die hatte schon was. Also das heißt, die zweite Kraxeleinlage auf diesem Weg, richtig klasse und richtig fordernd. Das hat echt Spaß gemacht und ich muss auch echt sagen, ich bin auch froh, dass ich jetzt diesen Massentourismus dass der weg ist. Das war ja unnormal voll da, wie viele Touristen da waren und wie viele Fotos da gemacht worden sind. Also Wahnsinn. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein Stück
ein Wegstück. Da hier ist überhaupt keine Menschenseele, sehr schön. Also alles für uns alleine. Das gefällt uns. Ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, wie ihr gesehen habt, die Burg Trutz-Elz haben wir jetzt doch gesehen, aber die ist halt abgesperrt, kommt man nicht aufs Gelände. Ja, ich hatte mich eben tatsächlich verlaufen, hatte auch zwischenzeitlich wahrscheinlich kein GPS-Signal und war auf einmal auf diesem Weg, wie so eine Karawane an Menschen war, die alle Richtung Burg Elz gegangen sind. Ich denke so, hey, da kann nicht sein. Das ist so die falsche Richtung. Warum ist hier so viel los? Ja, habe ich auf jeden Fall einen Abzweig verpasst und war dann auf diesem Massentourismusweg. Wahnsinn, was da für Massen sind von Menschen. Nicht mehr schön. So, den richtigen Weg wieder gefunden. Burg Trutz-Elz im Rücken und hier auf so einem Grasweg geht's nun weiter. So, die kleine Pause, die hat richtig gut getan, was getrunken und was gegessen. Ja, danke an meine Kinder, die mir unter anderem so einen Powerriegel geschenkt haben und auch viele andere Sachen. Ja, den Powerriegel, den habe ich gerade gegessen, der hat richtig gut getan. Ja, es ist ja heute Vatertag und da haben die Kinder mir eine Kleinigkeit geschenkt. Vielen Dank nochmal. Und haben es auch mir ermöglicht, dass ich heute wandern gehen kann. Auch hier nochmal an die ganze Familie. Vielen Dank. Ja, was wir auch gesehen haben eben, das war der Shuttlebus. Und da werden halt ja, diese Leute eingesammelt und werden mit dem Bus. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie lang der Weg ist. Ich schätze mal, also höchstens einen Kilometer, wenn überhaupt, dahin gefahren. Also wie gesagt, für Ältere ist das auf jeden Fall eine super Sache, aber der Rest kann natürlich auch laufen. Ja, auf jeden Fall Massentourismus haben wir erstmal hinter uns gelassen. Sehr schön, Sonne kommt raus, perfekt, weiter geht's. So, jetzt sind wir an einen Hof vorbeigekommen, das sah so ziemlich nach Lost Place aus. Alles abgesperrt und so und überall so ein Gitter. Ja, eigentlich ziemlich schade, finde ich, weil der Hof sah eigentlich so eigentlich richtig schön aus. Daneben habt ihr gerade gesehen, da waren so ganz viele Kühe und sowas, also richtig klasse. Ist auch schön, dass man jetzt mal aus dem Wald raus ist und hier über die Felder geht mit einem schönen Blick hier irgendwie Richtung Moseltal. Ja, gefällt mir echt gut. Und ja, jetzt geht's weiter. Thank you.
Mann, habe ich mich gerade erschrocken. Ey. Also ich bin ja ganz normal diesen Grasweg gegangen und denke an nichts Böses. Und auf einmal vor mir aus dem Gras fliegt da so ein Fasan raus. Boah. Mann, oh Mann, habe ich mich erschrocken. Ey. Hatte keine Anstalten, dass er da war. Der war auf einmal, flog da weg. Boah. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, wirklich. Nicht normal, ey. Puh. Herrlich. Wunderbares Wetter haben wir. Super. Das war ja doch die richtige Entscheidung, doch wandern zu gehen. Ja, eigentlich wollte ich den Westerwaldmarsch gehen. Das wären 51 Kilometer gewesen, also in Rengsdorf im Westerwald. Hat auch schon den Hansi und den Frederik, Grüße gehen raus, gesagt, dass ich komme. Dann später habe ich dann gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht komme, auch wegen dem Todesfall von meinem Schwiegervater. Aber Hauptgrund war eigentlich, dass mir das doch zu viel ist. Das wäre der dritte Marsch innerhalb von 3 Wochen gewesen. Und ja, morgen muss ich ganz normal arbeiten wieder und das wäre dann ein bisschen schwierig gewesen. Deshalb habe ich dann doch abgesagt und habe mir gedacht, machst du trotzdem eine Wanderung, weil die Kinder ja dir auch so eine Art Vatertagsgeschenk gemacht haben. Die hätten mir das nämlich ja, Geld dafür gegeben für den Marsch, aber so haben sie mir ja ein paar Powerriegel und ein paar andere Geschenke gemacht für die Wanderung. Also nochmal danke. Und ja, und somit habe ich mir gedacht, machst du die Abenteuertour Burg Elz. Da sind auch ordentlich Höhenmeter. Im Westerwald wären das auch über, ich glaube, 1400 gewesen. Hier sind es na, 600, aber trotzdem ordentlich. Und gutes Training für Ultramarsch und Kölnfahrt. So, jetzt geht es wieder aufwärts. Eben ging es abwärts. Und zwar Richtung Ringelsteiner Mühle. Das war ganz schön auch anstrengend, der absteigende Weg. Weil durch den Abstieg meine Füße immer nach vorne gedrückt werden bei den Bergschuhen. Und gegen die Spitze vorne. Und die sind halt ziemlich hart, die Schuhe. Und das tut trotz dicker Wandersocken ziemlich weh. Aber jetzt geht es ja wieder aufwärts, dann ist das nicht so schlimm, aber die Höhenmeter. Ja, wir folgen jetzt den Heidekübchen-Rundweg durch den Wald. Wie gesagt, wieder einige Höhenmeter. So, bis später. Ja, der Aufstieg zum Buchhell war richtig fordernd, also der war richtig anstrengend, schweißtreibend. 150 Höhenmeter wurden da überwunden. Ja, und die anschließende Pause, die hat richtig gut getan. Was getrunken und was gegessen. Und hier habe ich noch einen weiteren Powerriegel von meinen Kindern gegessen.
Und zwar einen M&M High Protein Riegel. Habe ich so auch noch nie gegessen. Da waren sogar M&Ms drin. Also ja, war okay, hat geschmeckt. Es gibt ja Riegel, die schmecken überhaupt nicht. Total drüsch und schmecken nach nichts irgendwie. Aber der war echt lecker. So, die Wanderung geht jetzt zu Ende. Mir hat die Abenteuertour Burg Eltz von Mr. Fade sehr gut gefallen. Hier mal wieder die ganzen Fahrtabschnitte, Wegpassagen, also ein Traum, richtig toll. Die beiden Kraxeleinheiten, also richtig toll, richtig fordernd, aber hat echt Spaß gemacht, muss man sagen. Super. Ja, das Highlight natürlich die Burg Eltz und die Ausblicke auf die Burg Eltz vor allen Dingen. Das eine, wo ich ja ein paar Mal stand und versucht habe, ein Thumbnail zu machen. Ich hoffe, das ist was geworden. Das war also ein richtig toller Ausblick auf die Burg. Ja, der Massentourismus war natürlich ziemlich hoch an der Burg. Aber da kann man natürlich nichts machen. Heute ist ein Feiertag und da klar strömen die Menschen halt dahin. Trotzdem hat mir die Tour sehr gut gefallen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, war, dass eigentlich kaum jemand diesen Weg heute gegangen ist. Kann natürlich sein, weil ich so früh losgegangen bin. Aber ich habe keinen gesehen, der auch diese Route gegangen ist, den ich überholt habe oder der mich überholt hat. Schnell bin ich natürlich jetzt nicht. Das Filmen, das hält natürlich auf. Das hat mich schon gewundert, oder? Vielleicht war ich wirklich zu früh. Ja, das Wetter, richtig klasse. Am Anfang noch Nebel, hatte ich schon ein bisschen Bedenken, ob das gut geht. Aber der Nebel hat sich zum Glück verflüchtigt und die Sonne kam raus. Und mittlerweile ist es auch ziemlich heiß geworden. Also ich schätze mal so um die 25 Grad haben wir heute. Also ein wunderbarer Tag heute. Alles richtig gemacht, richtig super. Alle Daumen nach oben. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.